Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin stolz auf das vorliegende Ergebnis. Es ist im Endergebnis sicherlich ein Kompromiss, der typisch ist für die Arbeit hier in unserem Hause. Denn ein guter Kompromiss zeichnet sich ja dadurch aus, dass am Ende jeder, der daran mitgewirkt hat, vielleicht ein oder zwei Punkte hat, wo er sagt, das hätte ich mir vielleicht anders gewünscht oder hier hätte ich gerne einen Akzent anders gesetzt. Aber im Endeffekt wäre er doch mit einer großen Mehrheit auch im Ausschuss gesagt haben, das geht hier insgesamt in die richtige Richtung. Und ich will für die EVP-Fraktion drei Punkte herausstellen, die auch mir in meiner Arbeit als Schattenberichterstatter sehr wichtig gewesen sind. Erstens, wir haben durch die neue Richtlinie ein Mehr an Arbeitnehmerrechten und mehr Schutz, vor allen Dingen für prekär Beschäftigte. Zweitens, die Kommissarin hat darauf hingewiesen, der bürokratische Mehraufwand für Unternehmer und Mittelstand hält sich wirklich in überschaubaren Grenzen, sodass wir hier wirklich sagen können, wir haben ja auch einen echten Ausgleich von Interessen vorgenommen. Und drittens, das ist gerade uns als Fraktion auch sehr wichtig gewesen, es ist uns gelungen, dass die Definition, die Legaldefinition des Arbeitnehmerbegriffes, die die Kommission vorgeschlagen hatte, nun nicht im Text enthalten ist, sondern dass diese Definition weiterhin durch die Mitgliedstaaten vorgenommen wird. Eine einheitliche Definition auf europäischer Ebene hätte mehr rechtliche Unsicherheit als rechtliche Sicherheit bewirkt. Ich will auch als deutscher Abgeordneter sagen, auch diese Richtlinie wird die Situation von Arbeitnehmern in meinem Heimatland verbessern. Mein Heimatland, das an vielen Stellen ja auch berühmt dafür ist, für den Schutz von Arbeitnehmerrechten. Aber auch in meiner deutschen Heimat ist die Tarifbindung beispielsweise nur noch bei 52%. Das heißt, auch Millionen Arbeitnehmer in Deutschland werden von dieser Richtlinie profitieren. Und allerletzte Bemerkung, was mich einfach im Wahlkampf irritiert, wenn Sozialdemokraten, Grüne und Linke davon sprechen, dies sei an Europa der Banken und der Unternehmen, da kann ich nur sagen, wo sind sie in den letzten fünf Jahren gewesen? Das ist ein wichtiger Beitrag zum sozialen Europa und ich bin stolz daran, mitgewirkt zu haben.